Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Overwatch. Verteidigung, wo sind wir? Li Jiang Tower? Tempel des Anubis. Oh Gott, Tempel. Wen haben wir denn an der Gegenseite? Todd Tony vom letzten Spiel. Was ich aber nicht aufgenommen habe. Ich dachte, ich hätte es aufgenommen, aber es war sowieso nicht gut. Also Leute, da habt ihr nichts verpasst. Ich war zwischendurch schon am Denken, Alter, ernsthaft spielen ist anders. Aber gut. So, was haben wir denn? Drei Tanks. Und ein Bestien, Alter. Ja, okay, also wenn die dann durchkommen, dann weiß ich es auch nicht, aber... Ja. Mir würde so eine Mail fehlen, um ehrlich zu sein. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob das jetzt... Es ist zu viel. Naja, okay. Immerhin kann ich mit D.Va ein bisschen was machen. Was? Irgendwas treffe ich schon. Da ist jemand auf dem Punkt. Klar, dass die noch nicht direkt auf dem Punkt, sondern das fand ich gerade auch schon ein bisschen sehr komisch. Also wenn ich die gewesen wäre und gewusst hätte, dass die da alle im Dungeon rumlaufen, dann wäre ich schon längst auf dem Punkt gelatscht. Ich hätte da nicht nochmal alle nochmal durchgelatscht. Yeah.
Kommt, das schaffen wir doch wohl noch. Gut. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Oh, bitte Bestien im Angriff. Ernsthaft? Ein Lucio wäre cool, aber okay. Pfarrer? Sekunden. Ich sag's euch, das wird eine glorreiche Schlacht. Greif den Zielpunkt an. 5, 4, 3, 2, 1. Angriff beginnt. Leute, also wenn ihr jetzt nicht vorwärts geht. Also ich wäre jetzt, ich habe schon fast den Zielpunkt alleine eingenommen. Und die steht jetzt nur wieder hier, nur hier vorne oder was? Dein Schutzengel ist da. Leute, geht doch mal auf den scheiß Punkt. Aha. Warte mal, darf ich mal kurz gucken. 71. Wir haben einen Teleporter! Mein Ultimate lädt sich auf. Raketenschild hochgefahren! Volle Energie! Wieder.
Oh, 4 Goldmedaillen. Endpunkt der Stand. 1:0. Danke. Highlight des Matches. Oh Mann. Ich bin immer noch unten am Rumdümpeln. Ich mache mir da auch keine Hoffnung. Mir ist das eigentlich auch wurscht, die. Um ehrlich zu sein. Gucken wir uns mal an. Highlights. Was haben wir bei Oasis? Habe ich da gar nichts hingekriegt. Oh, wie ich Mercy hinterhergejagt habe. Das war's? Okay. Sehr, sehr, sehr. Heroisch. Nein, 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 nein. Ich will nicht schnell suchen. Ich will nochmal. Ach ja. Ich bin noch ein bisschen hier am Spielen. Dann, wenn das Teil hier rauskommt, wenn das Video rauskommt, wird es leider wahrscheinlich, dass, also es gibt dann die Skins nicht mehr. Ich möchte unbedingt noch eigentlich, ja, okay, den May-Skin darauf, ach, weißt du, das werde ich sowieso nicht schaffen. 3000 jetzt auch noch zusammen zu dingsen für den hier. Der sieht wirklich schön aus. Ich mag den hier nicht so. Der ist irgendwie so, keine Ahnung. Das ist zu viel Gold. Wahrscheinlich beides gleich viel Gold oder na, hier sogar noch ein bisschen mehr Gold, aber ach, keine Ahnung. Ich finde den hier irgendwie ein bisschen schöner, der passt irgendwie ein bisschen mehr zu May. Und dieses mit dem Mond, das ist so süß. Oh. Ja, aber den werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Ich habe nur 490 Ingame Money. Und jetzt habe ich letztens gesagt, so, ja, weißt du, ich kann auf den hier verzichten, von Junkie. Da spare ich mir lieber die 700 zusammen, ja, für den von Tracer. Und was habe ich dann direkt in der Truhe gekriegt, die ich geöffnet habe? Natürlich Junkie. Ich spare jetzt eigentlich noch, aber ich glaube nicht, dass ich es noch hinkriege. 750 für Tracer, weil der ist echt schön. Und ich hatte mir ja den Skin für Mercy gekauft. Ratet mal, was ich in der Truhe gekriegt habe. Natürlich genau den Skin von Mercy. Das heißt, ich habe den zweimal gehabt, ja. Ich hätte mir die 750 sparen können und dann hätte ich mir dafür Tracer. Demnächst warte ich einfach nur ab bis zum Ende der Saison sozusagen und einen Tag bevor ich dann weiß so, ja, jetzt werde ich kein Overwatch mehr spielen. Dann kaufe ich mir die Scheiße, aber nicht schon direkt am Anfang, Alter. Voll für den Allerwertesten. Ja. Also den würde ich doch gerne haben wollen, aber
Ich meine, ich spiele sie eigentlich nicht, aber der Skin ist super. Oh. So, und so schöne Rosen. Würde sogar zu meinem Namen passen, Baramori. Ja. Oh. Aber naja. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und jetzt warten wir wieder 3 Minuten darauf, dass ein Match beginnt, oder was? Oh. Ankunft beim Lijiang Tower. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Ja, wen will ich denn? Ist gerade mal eingefallen, ich glaube. Angriff und Lijiang Tower Nachtmarkt. Nachtmarkt. Ja, komm. Ja, okay. Es lohnt sich, für unsere Welt zu kämpfen. Wir Angriff. Keine Zeit verlieren. Wir müssen handeln. Ich weiß nicht. Nein, ich nehme Sonnenbrauen. Man kann alles hacken. Und jeden. Obwohl eigentlich. 4, 3, 2. War Mei gar nicht so schlecht. Wir nehmen Mei. What? Wow. Alter, wieso waren die denn schon so cool da? Hab ich irgendwas verpasst? Überhaupt nicht so wow. Kommt dieses Jahr früher. What? Ich bin gleich wieder bei euch. Jemand fragt, schon mal eine Eiswand hochgeklettert? Thank you.
Kreative Fähigkeit ist bereit. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ernsthaft? Nur weil ich die nicht erwischt habe, hat die mich. Bin wieder da. Nur sie mit ist nicht, oder? Nur wegen der Pfarrer verlieren wir. Weil die keiner im Blick hat. Mein Ultimate ist noch nicht bereit. Leute, einfach auf den Punkt laufen. Ich hab dich im Visier. Erste Runde verloren. Was? Wir? Null. Brexit nicht. Na schön. Ich genieße die Ruhe, auch wenn sie nicht lange anhält. Ich glaube, ich nehme den Junkie. 4, 3, 2, 1, Runde 2. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Komm schon, komm schon, komm schon! Ich warte nicht gern. Stop!
Ultimate lädt. Die Stunde hat geschlagen. Ja, die Sache ist die. Ernsthaft, warum haben die das jetzt schon wieder gekriegt? Ja, das ist so gut aufgeräumt. Ja, wahrscheinlich nicht. Vielleicht sollte ich wieder Junkie nehmen. Solo-Ultin und keiner ist da. Warum sind die alle draußen und keiner versucht den Punkt einzunehmen? Oh. Ich glaube, demnächst schreibe ich gar nichts mehr. Ich wollte nur sagen, Pfarrer. Ich hätte natürlich auch Soldier picken können, aber ganz ehrlich. Sommer. Stunde hat geschlagen. Ruhig, Warner. Ich hab dich im Visier. Mhm. Ist mir also wenigstens der Punkt noch unserer, oder? Immer noch. Noch. Das ist eure gerechte Strafe. Verzeihung. Verzeihung für was? Okay.
Ja, und? Ich bin wieder da! Na, ich bleib einfach bei ihr. Na, Junkie hat ja gerade eben nicht so gut funktioniert. Das wird sie eine Weile aufhalten. Komisch, jetzt wo der auf einmal Dingens ist, klappt wieder alles, ne? Wenn die Schwäche uns überwältigt, wird die Niederlage unausweichlich sein. Ich liebe diese. Unser Punkt wird angegriffen. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ja, wenn ich was kann, dann ist es Mail, sorry. Ich weiß auch nicht warum, aber ich kann es einfach. Ich will jetzt nicht irgendwie. Keine Ahnung, aber May ist einfach der Charakter. Ich mag das mit den. Ich bin wieder da. GG May. Und jetzt. The Soldier is making the difference. Ja, es ist halt ein Unterschied, ob man nur einen Damage-Dealer hat oder zwei, ne? Hallo, wie steht's? Also das merkt man schon, wenn man einen Damage-Dealer weniger hat. Also ich meine, Symmetra ist halt, ja. Der Zollen ist jetzt aktiv.
Schalt drücken wollen, aber das ging nicht mehr. Ich bin gleich wieder bei euch. Vorsicht, Gegenverkehr! Ja. Läuft doch. Nur, dass ihr mal auf den Punkt und nicht nur immer um den Punkt rumkämpfen müsstet. Ja, einige haben sie wohl hoffentlich getötet. Wir haben gewonnen? Ernsthaft? Highlight des Matches. Ja, nur weil der eine von Symmetra auf Soja. Die Stunde hat geschlagen. Ernsthaft? Ich dachte gerade schon. Ziel-Fortschritts-Skills. Juhu! Lootbox! Ja, das war jetzt aber auch gerade ernsthaft ein Match. Ich habe vorher gedacht, ja. Ob ich die über drüber krieg? Ja, ich glaube nicht, aber gucken wir erstmal Lootboxen hier. Habe ich die nicht schon? Ist cool. Ja, deswegen haben wir runter und 20 Liegestürze. Du Hund. Ja, das ist cool. Geil. Ja, aber kurz gucken. Wir werden uns dann im nächsten Video sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.